PPU schickt das im März, ne? Mhm, genau. Wie viel werden dabei sein? Wie viele Länder? Puh, ich glaube, 12 durchrechnen. Also sind schon 12 haben wir nämlich auch das, haben diesen dieses Manifest ratifiziert. Ja. Ich weiß nicht, wie viele dann noch jetzt in den nächsten Wochen noch nachkommen, aber ich meine, 12 werden da sein. Ja, also wir haben ein gemeinsames Programm, also gemeinsame Ziele formuliert, die den einzelnen Parteien dann zur Abstimmung gegeben wurden auf den Parteitagen. Mhm. Und das ist ja jetzt für die Parteien, die sowieso schon aktiv in den Prozess eingebunden waren, ein großer Fortschritt. Wir haben vorher relativ lange gebraucht, überhaupt gemeinsame Nenner in Satzungsfragen zu finden. Das war eine lange Diskussion. Und dann haben wir uns da letztendlich geeinigt. Da gab es so zwei Lager, wo die Schweden ihre Vorstellung haben. Die sind natürlich auch, was Europa angeht, ein bisschen anders in ihrer Meinung. Und jetzt haben wir aber den Durchbruch geschafft letztes Jahr. Also ich glaube, Dezember, Paris. Ja, das ist immer sehr kompliziert auf der internationalen Ebene. Ich glaube, das war bei irgendeinem Treffen PPI, also Pirate Party International, ist der internationale Dachverband in Großbritannien. Mhm. Da hat man sich über das Schiedsgericht unterhalten. Mhm. Und die Briten verstehen unter Gericht etwas anderes. Ja. Und die haben dann abgebrochen. Die sind als Gastgeber sind die aufgestanden und gegangen. Ja. Und dann rief mich, glaube ich, die Schweizer an und ich sagte denen, ja, ihr müsst einfach mitdenken. Ja. Mhm. Für einen Briten heißt Gerichtbarkeit in einem politischen Prozess was anderes als für Leute in Europa. Ja. Ach so. Ja. Ja, das muss man halt kommunizieren. Ja. Das können die aber. Ja, da kam aber also noch das schaffen die auch selber nicht, ne? weil die ja ihre Vorstellung vom politischen System haben. Du hast den großen Unterschied auch nochmal zwischen einer Piratenpartei in Deutschland, die sehr viele Ressourcen hat, und einer kleinen Piratenpartei wie jetzt zum Beispiel in Belgien. Für die bedeutet diese Reiserei zu den einzelnen Konferenzen natürlich eine sehr viel höhere ja. Belastung. Da sind halt ein paar, auch dann hat es Probleme gegeben, dass Leute das nicht bezahlen konnten, dann haben sich aber Geldgeber gefunden und so weiter. Das war so ein bisschen hin und her, aber ich finde, jetzt haben wir gut die Kurve gekriegt. Also, ja, das ist ja, ich kenne das ja, für die Zyprioten fahre ich ja auch europaweit rum, weil die einfach, das ist von Zypern aus, das kostet dann irgendwie 500 Euro, um mal von Zypern nach Brüssel oder so zu fliegen und wieder zurück. Und von hier aus ist es ja 2 Stunden, 3. Ja. Und ich bin zum Beispiel der Attaché für Belgien in der Deutschen Piratenpartei. Also wenn irgendwelche Leute irgendwas von den Belgiern wollen, kommen die meistens auch wegen der Sprachbarriere auf mich zu, weil Französisch, Flämisch kann halt kaum einer. Und dann übergebe ich das dann meistens, mache das meistens mit dem Board, also mit dem Vorstand in Belgien. Klar, tausche die Infos aus und ich sehe die halt auch alle paar Monate. So, ich bin selber in der belgischen Piratenpartei und bin halt auf den Bundesparteitagen da auch und als Mitglied. Ja, und da tauscht man sich dann halt aus. Die haben alle 12 Parteistatus auch? Ja, ich glaube schon. Also die sind. Ich weiß, dass es in Zypern. ja gut. Zypern. Ja, das ist halt interessant. Zypern ist interessant. Ich telefoniere ja mit denen per Skype und die sind gerade beim Geld sammeln, weil in Zypern ist britisches Recht und die müssen 2.000 Euro zusammenbekommen, um den Anwalt zu bezahlen, der dann den Prozess juristisch durchmacht. Aber die wollen. Also das war letzter Stand, den ich habe, ist, die wollen an der Europawahl teilnehmen. Zypern hat eigentlich keine Chance, das ist 6 Sitze, so wie Luxemburg. Wie Luxemburg. Ja. Die machen das, um reinzukommen, um zu lernen, wie Wahlkampf funktioniert. Ja, und um Kanzler zu werden. Sind die denn in beiden Teilen Zyperns präsent? Oder gibt es da dann zwei? Nee, also soweit ich weiß, und das kann man auch auf deren Internetseiten sehen, es gibt tatsächlich 3 Sprachforen, aber das ist so wirklich diese Piraten-Idee. Ja. Also wir vernetzen einfach die Leute, die diese gleiche Wahrnehmung haben von gesellschaftlichen Prozessen, vernetzten Gesellschaften, und es gibt im Nordteil keine Piratenpartei. Mhm. Ich weiß aber, dass es halt Leute aus dem Norden gibt, die sich da rein vernetzen. Es ist auch unproblematisch, über die Grenze zu kommen. Mhm. Das ist ja seit 2004 offen. Ist auch so ein bisschen wie mit den spanischen, katalanischen. Ja, in Spanien haben wir das auch. Das ist ja halt
Na, die Katalanen, die sind sehr aktiv, muss man sagen. In Galizien gibt es haben auch mit eine sehr, den größten sehr aktive Beitrag Gruppe zur PPU die, gemacht. Ja, das liegt halt daran, in Spanien gibt es eigentlich ein Verfassungsproblem. Mhm. Also das ist nicht so austariert wie das deutsche föderale System. Und dementsprechend gibt es dann halt Spannungen. Und diese Spannungen dieser Verfassung, die sieht man dann halt in den Teilsegmenten der Piratenpartei in Spanien halt auch wieder. Ja, die haben es erst jetzt im Dezember, glaube ich, geschafft, eine Konföderation zu gründen. Ja. Und dementsprechend war zum Beispiel eine Diskussion bei dieser Gründung der PPU, da ist der Nico. Nico Kern aus dem Landtag. Dass die eben wollten, dass jedes einzelne Bundesland, also Katalanien, Galizien und so weiter, halt auch eine eigene Stimme bekommt. Und dann hätten wir als Deutsche natürlich sagen müssen, gut, dann kriegt der Landesverband NRW auch eine Stimme. Und dann wurde natürlich die ganze Diskussion schon mal ein bisschen abgeflachter, ja, weil alle sich der Problematik bewusst wurden. Ja. Hi, moin. Jetzt von der neuen neue Ruhrzeitung, ist das, ne? Genau, da richtig geil bin. Ihr kennt euch. Ja. Willst du einen Kaffee? Nein, danke, ich hatte gerade. Ich bin in der Ausschusssitzung etwas festgehalten. Ich hätte gar nicht mit dir gerechnet, weil du habt doch im Moment da Plenarwochen. Aber ja, wir haben eigentlich gesprochen. Deshalb ja, nee, ich wusste das nicht. Ja, ihr seid doch beide in Düsseldorf. Ja, Düsseldorf ist groß. So, wir haben über alles Mögliche gequatscht, aber darüber nicht. Ja. Ich hatte das auch gesagt. Bekommen wird. Okay. Ja, international ist ganz spannend. Ja. Es ist auch, glaube ich, überhaupt nicht klar. Also wir sind in Deutschland noch in dem Prozess, dass wir noch nicht wissen, wen wir da hinschicken. Nee, wir machen vorher ist ausgeschrieben. Genau. Ich habe ja meine Meinung dazu geäußert und gesagt, ihr habt Beauftragte für internationale Zusammenarbeit. Ja. Die solltet ihr nehmen. Ich bin nicht beauftragt. Wann ist das im März? 20. und 21. Ja, März. Ich glaube, die Gründung ist Freitag, Samstag. Ja. Ist das tatsächlich. Und wir sind, glaube ich, im Europäischen Parlament. Also ich habe mich gestern angemeldet und man musste seine Personalausweisnummer mit angeben. In dem wo war die Anmeldung? Europeanpirates.eu. Habe ich, glaube ich, auch schon mal gesehen. Habe ich mich da schon angemeldet? Ich hatte neulich mal geguckt, da war die noch nicht freigeschaltet. Die ist die seit Registrierung. Vorgestern, glaube ich. Okay. Das macht der Map. Der. Sind wir dann im Spinelli-Building oder? Nicht. Die nur genau TO steht, glaube ich, gar nicht fest. Da kümmert sich der Map drum. Okay. Und die Martina. Aus Bremen. Martina Pilser, ja. Ja, das wird ein sehr aufregender Moment, glaube ich, weil wir auch uns sehr stark über dieses Internationale definieren. Mhm. Also gerade jetzt bei der aktuellen Kampagne Grenzenlos wollen wir halt auch klar machen, dass unsere Ziele, das Internet als Chance und nicht als Gefahr zu sehen, wahrgenommen werden. Mhm. Was auch viele andere Parteien eben nicht so tun. Da grenzen wir uns halt ganz deutlich von den anderen Parteien ab und wollen das eben auch über diese internationale Vernetztheit verdeutlichen, ne, dass wir also nicht diese Schwarmintelligenz noch weiter fassen, dass wir sagen, wir sind auch eine Schwarmkultur, wir sind eine Kultur des Internets und aus dieser Wissensgesellschaft, die sich da bildet und die gerade noch am Anfang ist, in ihren auch teilweise turbulenten Anfängen und Diskussionen, die reale Welt irgendwo auch abbildet und dass sich da Problemstellungen entwickeln, die nur wir mehr als alle anderen auf dem Schirm haben und wo wir auch schon Lösungsansätze für formulieren. Und das ist gerade auf der internationalen Ebene auch immer wieder spannend, weil wir inspiriert werden, weil wir uns Erfahrungen aus anderen Ländern holen. Brasilien zum Beispiel hat eine sehr starke Piratenpartei oder Australien ist sehr stark, Schweden ist sehr stark und da finden selbst Satzungsdiskussionen mit internationalen Piraten statt, die halt ihre Erfahrungen auch teilen. Und das ist halt eine Riesenstärke des Internets. Und die nutzen die anderen Parteien nicht. Das ist jetzt, wo du Satzung sagst, ist tatsächlich so, als die Piratenpartei Griechenland gegründet wurde,
da saßen die 5, 6 wirklich Aktiven, die sagten, wir müssen eine Satzung schreiben, auch zusammen. Und am Ende sagte man, wo ist denn die deutsche Satzung? Ja. Die haben die deutsche Satzung übersetzt und dann angepasst an die griechischen Gegebenheiten. Ja. Ja. Wir haben zum Beispiel, es geht einfach schneller. Stichwort Übersetzung, wir haben eine Mailingliste, wo jeder sich auch einschreiben kann. Also es ist weltweit offen und du schickst da einen Text drauf und der wird dann innerhalb von 1, 2 Tagen übersetzt. Mhm. Das sind halt Sachen, also auch aus Gesprächen mit anderen Parteien gibt es das so, wie ich das mitbekommen habe, nicht. Das ist glaube ich, auch eine Sache, die man wirklich verstehen muss. Also das heißt ja immer, die deutschen Piraten oder die schwedischen Piraten, was klar verständlich ist, aber ich glaube, aus der Perspektive von Piraten ist es halt so, wir müssen uns in nationalen Parteien organisieren, weil das politische System so ist. Aber wenn man auf so einer internationalen Konferenz ist, dann merkt man, da gibt's nur Piraten. Die kommen halt von woanders her, aber dieses woanders ist geografisch. Und in der vernetzten Welt gibt es das eigentlich nicht. Das heißt also, kulturelle Unterschiede entdeckt ihr nicht? Na, wie gesagt, es gibt halt diese Geschichte mit, dass natürlich die Leute natürlich in ihrem politischen System und in ihrer Kultur auch eingebettet sind. Diese Fragestellung mit, wie versteht der Angelsachse ein Gericht, die ist halt da. Das muss man dann aber auch berücksichtigen, das lernen wir auch. Ja, das ist ja, das passiert einmal und dann kommt einer und sagt, ja, Moment, das wird in dieser Sprache, in diesem Kulturkreis anders verstanden und dann wird das aber, dann ist das da, das Know-how und das wird dann auch weiter verstanden. Ja, also kulturelle Unterschiede gibt es da zuhauf. Ich erzähle mal so eine kleine Anekdote vom belgischen Parteitag, wo halt parallel 3-sprachig Anträge diskutiert werden. Das kann man sich hier gar nicht vorstellen. Da wird also in einer Gruppe von 100 Leuten das Ganze auf Französisch vorgelesen, auf Flämisch vorgelesen und dann nochmal auf Englisch oder Deutsch, je nachdem, wie der Antragsteller das verfasst hat. Und dann wird darüber abgestimmt, welche Version die beste ist. Das heißt, das wird simultan dann übersetzt für die anderen, dann wird geguckt, wo irgendwo eine Schnittstelle ist, wo ein Diskussionspunkt ist. Dann wird mit Übersetzern diskutiert. Und dann kommt es letztendlich zu einem Abstimmungsprozess, wo die Leute sagen, ich möchte die niederländische Version oder ich möchte die französische Version. Ja. Das ist eine andere Kultur, weil die halt eben mit diesen Sprachbarrieren zu kämpfen haben. Und die gehen damit sehr locker um. So. Das ist halt ein Zeichen dafür, wie sehr eigentlich die junge Generation gerade in Europa halt auch zusammengewachsen ist, dass dieser kooperative Gedanke überhaupt erst entstehen kann. Ja. Dass halt eben keine trennenden Grenzen dazwischen existieren. Und die Menschen halt wirklich gemeinsam und solidarisch halt ihre Ziele verfolgen wollen. Und tatsächlich sind gerade diese kulturellen Unterschiede auch zu erleben, tatsächlich. Ja, klar. Das ist ja zumindest mal sehr optimistisch gedacht, aber man hat ja zurzeit eher den Eindruck, als hätten wir so einen nationalistischen Rollback in Europa, der genau das Gegenteil von dem ist, was Sie ja gerade sagen. Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt nur auf die ältere Generation beschränkt ist, sondern dass da sicherlich auch viele junge Leute genauso denken, dass Grenzen eben doch wieder hochgezogen werden sollten. Also mich würde so generell eben jetzt, wenn wir vielleicht mal auf diesen Europawahlkampf kommen, mal so diese große Überschrift interessieren, mit der ihr in den Wahlkampf reingehen werdet. Gibt es da eine große Überschrift? Ja, also die große Überschrift, mit der wir tatsächlich auch in den Wahlkampf gehen wollen, ist ja Europa grenzenlos tatsächlich. Mhm. Das heißt, wir wollen ja gerade eben die Gegenbewegung darstellen zu dieser Rückwärtsbewegung. Das ist ja wirklich eine Rückwärtsbewegung. Weg von diesem Friedensprojekt Europa, weg von dem Schengen-Raum, weg von dem, wo wir jetzt in den letzten Jahren mit aufgewachsen sind, woran wir uns gewöhnt haben, was ein sehr schönes Gefühl war und was ja auch tatsächlich mit einem Nobelpreis, für den Friedensnobelpreis garniert worden ist. Und da wird sich jetzt wegbewegt. In der Krise ist das natürlich eine Bewegung, die man verstehen kann. Aber wir wollen ja eben wieder den Gegenimpuls geben und sagen, erinnert euch daran, was gut ist an diesem System. Und wir wollen auch das, was in diesem System vielleicht auch weniger gut funktioniert, wir wollen das benennen, wir wollen da rangehen. Und dafür haben wir ja auch, um das gezielt anzugehen, haben wir unsere 3 Themen genannt und in verschiedenen Strukturen auch benannt, nämlich einmal von den Spitzenkandidaten her, die haben ein Thema benannt, der Bundesvorstand hat ein Thema benannt, das wir angehen wollen und die Partei hat sozusagen in einem Basisbeschluss ein Thema benannt. Und diese 3 Themen wollen wir gezielt
im Europawahlkampf vertreten. Mhm. Und das ist einmal das Demokratie-Upgrade, das ist das Thema der Spitzenkandidaten. Dann haben wir die, das Basisthema ist, sind die Grundrechte. Also, und das ist tatsächlich auch speziell mit dem Hinblick auch auf die Überwachung, weil wir da ganz eindeutig auch gegen dieses NSA-Thema ganz laut Stellung beziehen wollen. Mhm. Und das Thema, das der Bundesvorstand dann auch gesetzt hat, ist die Asylpolitik. Mhm. Weil wir halt der Meinung sind, dass Europa keine Festung sein darf. Dass es halt wirklich ein Projekt ist, das halt von einem Miteinander lebt. Und eben nicht funktionieren kann, wenn man halt versucht, sich einzuigeln, abzuschotten. Weil das ist genau dasselbe, was jetzt nach innen gerade passiert, nämlich dieses Zurückziehen ins Nationalstaatliche. Mhm. Man zieht sich hinter Welle zurück, man zieht sich hinter Grenzen zurück. Und Grenzen und in der Welt sind auch Grenzen im Kopf. Schlandnet. Genau. Ein sehr schönes Beispiel, dieses. Ja, irgendwo läuft was schief auf internationaler Ebene, wir stecken schnell den Kopf in den Sand. Es ist alles nichts passiert und wir haben alle unsere Ruhe. Und wir wollen halt einfach die Probleme offensiv angehen, mit Elan und mit Optimismus. Und ich denke, gerade in der Krise ist Optimismus nicht das Schlechteste, was man haben kann. Mal diese drei Themen so ein bisschen inhaltlich zu füllen. Wie kann ich mir vorstellen, soll ein Demokratie-Update auf europäischer Ebene aussehen? Wie wollt ihr dieses Thema Grundrechte zum einen erstmal stärker ins Bewusstsein rücken, weil man hat ja irgendwie das Gefühl, dass gerade dieses Thema NSA zwar wahrgenommen wird, aber eher so eine mediale Geschichte ist und die Leute jetzt nicht unbedingt wirklich erregt. Beteiligung und Demonstrationen war doch recht überschaubar, anders als in den 80er Jahren, wo es dann nur gegen eine Volkszählung ging. Und dieses Thema Asylpolitik, also wie wollt ihr das konkret mit Inhalten füllen? Ich glaube, das wäre ja, der also Augenblick, dass ja, also zum Demokratie-Upgrade ist es halt so, es sind mehrere Aspekte, aber zum einen wollen wir uns einsetzen dafür, dass das Europäische Parlament ein Initiativrecht hat. Mhm. Es kann nicht sein, dass wir uns ein Parlament leisten, das sich mit allerlei technischen Dingen beschäftigt, selber aber nicht in der Lage ist, Initiativen einzubringen. Ich glaube, das ist eine generelle Problematik, wenn die Leute kriegen dann mit, irgendwie, dass es wieder um Gurken oder Ölbündchen und dergleichen geht. Und man fragt sich, wozu ist dieses Parlament da? Also ich glaube, dass gerade die technischen Details auf einer anderen Ebene gelöst werden könnten. Aber die Parlamentarier müssen sich ja mit den Anträgen auseinandersetzen, die die Kommission einbringt. Sie haben keine Möglichkeit, Initiativen zu starten. Es gab jetzt, weil die Parlamentarier das natürlich auch immer wieder thematisieren, vor einem Monat, glaube ich, eine nicht rechtsgültige Abstimmung vom Parlament initiiert über One Seat, also dass man nur noch einen Dienstsitz hat. Wo auch ganz klar wurde, dass die Mitglieder des Europaparlaments sich für einen Dienstsitz aussprechen. Aber das ist halt nicht rechtsgültig oder rechtskräftig. Sie dürfen das nicht tun. Und es liegt halt auch an den Nationalstaaten, das zu tun. Wenn ein Parlament aber keine Rechte hat, Initiativen in den politischen Prozess einzubringen, gleichzeitig aber in der medialen Wahrnehmung natürlich darüber berichtet wird, worüber sich dieses Parlament beschäftigt, dann muss man sich nicht wundern, wenn die Menschen sich abkehren und sagen, wozu brauche ich so ein Parlament? Ich glaube, die neueste Initiative, die jetzt auch in diese Richtung Ölkännchen geht, ist Begrenzung der Maximalleistung von Staubsaugern. Ja, ich glaube, das ist im September fällig. Ja. Da kann man sich einbringen und sagen, das sind keine Themen, mit denen sich ein Parlament beschäftigen sollte. Es gibt in jedem Land in Europa gibt es technische Normierungsgremien. Sollen die sich zusammensetzen und dann eine technische Lösung finden und dann kann man es auch umsetzen. Das Parlament soll sich um politische Dinge beschäftigen. Das Initiativrecht. Davon geht sehr viel aus. Um dann auf Bürgerrechte rüberzugehen, gibt es halt noch, sehe ich zumindest, die Möglichkeit innerhalb der nächsten oder übernächsten Legislaturperiode die Möglichkeit, europaweiter Volksabstimmungen einzuführen. Es gibt eine Absichtserklärung im Vertrag von Lissabon für ein europaweites gemeinsames Wahlrecht.
Und ich glaube, das ist dann diese harte Ausschussarbeit, wo man auch die Mehrheiten organisieren muss. Wenn man da es hinbekommt, zu sagen, wir machen ein europaweites Wahlrecht. Aber wenn die Leute eh zur Urne gehen, dann soll man sie auch fragen, wollt ihr dieses oder jenes? Dann kriegt man eine tatsächlich demokratisch legitimierte Aussage über den Bürgerwillen. Und ich glaube, dass man das schaffen kann. Ja, aber wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen, dieser demokratisch legitimierte Bürgerwille, sowas gab es ja in der EU schon. Wir hatten ja nun mal schon über Volksabstimmungen über die EU, die, wenn sie da nicht passend waren, einfach wiederholt wurden. Und da fragt sich der Bürger natürlich auch, also wozu soll ich über Dinge abstimmen? Das stimmt. Das war in Irland, ja. Wenn ich mich nicht irre, genau. Oder auch, sagen wir mal, für die europäische Weiterentwicklung in Frankreich und Niederlande zu dem Vertrag über eine Verfassung von Europa. Da hat die Politik versagt. Mhm. Da hat die Politik versagt, weil sie nämlich nicht in der Lage ist, dem Bürger, wenn sie ihm das Mitspracherecht gibt, dann muss man aber auch sich hinstellen und erklären, wofür das gut ist. Natürlich haben Sie recht, wenn Sie sagen, ja, dann wird der Bürger so lange, der muss so lange wählen, bis das richtige Ergebnis rauskommt. Das ist nicht schön. Mhm. Da muss sich die Politik an die Nase fassen. Also das Ganze müsste dann schon flankiert werden mit mehr politischem Engagement auch für Europa und mit mehr Erklärung, was ist Europa eigentlich? Ja, das ist natürlich schwierig. Ne? Wenn Sie ein Parlament haben, was in der öffentlichen Wahrnehmung kein Parlament ist, und das ist wahrscheinlich auch staatstheoretisch kein wirkliches Parlament, ist es natürlich schwierig, da auch, ich kann das ja verstehen, wenn ich Tagesschau auch gucke, und dann wird Frau Merkel gezeigt, wenn sie aus einem europäischen Ausschuss kommt, weil das ist diejenige, die tatsächlich in der Exekutiven ist. Und das Parlament, was auch immer es bestimmt, wird nicht wahrgenommen, weil es ja eigentlich auch, es ist eher eine Ebene der Verhandlungen im internationalen oder im europäischen Rahmen. Mhm. Ja. Und deshalb, wenn wir eine Demokratie-Upgrade haben wollen, ein europäisches, gemeinsames, dann muss dieses Parlament auch gestärkt werden. Mhm. Und der Ministerrat geschwächt. Das ist eine konstitutionelle Frage, die in, wenn man sich die Entwicklung der Verträge anguckt, von Maastricht bis Lissabon, ist es ja erst seit Lissabon so, dass der Europäische Rat überhaupt in dem Vertragswerk erfasst wird. Vorher gab es den zwar und alle wussten, ja, das sind die Staats- und Regierungschefs, die haben auch was zu sagen, aber in den Verträgen war der ja nicht erfasst. Der schwebte so über diese EU und konnte dann über die Kanäle mit der Kommission einwirken, aber er war ja nicht erfasst. Und wir haben, glaube ich, auch da noch nicht endgültig drüber abgestimmt, aber es gibt auch in anderen Parteien das Gleiche. Ich glaube, dass der Ministerrat, wie wir ihn haben, als zweite Kammer in einem parlamentarischen System integriert werden sollte. Das ist wichtig. Aber so weit sind wir noch lange nicht. Ich glaube auch, dass man, wenn man ehrlich ist, die ganzen Pro-Europäer auch in den anderen Parteien diese Richtung sehen. Mhm. Dafür muss man aber eine Verfassung haben. Ja? Diese ordnet die Konstellation der Organe zueinander. Die wir ja auch fordern. Ja, das ist richtig. Aber wenn man sich das mal anguckt, ich habe sehr viele Diskussionen darüber auf so einem wissenschaftlichen Niveau und es gibt ja immer dieses Schlagwort der Vereinigten Staaten von Europa. Ja, das ist ja nur, um zu verbildlichen, was man will. Tatsächlich ist es aber so, das wird nicht so aussehen. Eine europäische Republik, ist das korrekte Wort, die wird nicht so aussehen wie die Vereinigten Staaten, weil wir haben ja im Moment 28 Nationalstaaten, die zueinander finden sollen. Das wird ganz anders aussehen. Und wie es aussehen wird, da kann man natürlich in den Diskussionen die Gestaltungsspielräume nutzen und sich einbringen. Mhm. Wir Piraten stehen halt auch sehr optimistisch für mehr Europa. Mhm. Das heißt auch eine Vertiefung der politischen Union. Die Vertiefung der politischen Union ist auf jeden Fall notwendig, unserer Meinung nach. Gleichzeitig, da wird der Nico sicherlich auch was zu sagen können, ist die Subsidiarität, die Beibehaltung der Subsidiarität wichtig.
weil wir sind uns halt auch einig, dass es einfach Dinge oder Probleme gibt, wo die Leute vor Ort einfach besser wissen, wie man es regelt. Und wir noch beide, sonst würde ich weiter. Ist das dann so ein Europa der Nationalstaaten oder eher Europa der Region? Das ist ja auch immer so ein Stichwort, was. Ja, weil wir ja vorhin bei der Katalanen. Ich habe den Eindruck, dass die Piraten ein Europa der Regionen wollen. Aber das ist halt auch keine Sache, die von heute auf morgen geschieht. Mhm. Ja, ich meine, wir kennen hier, der Patrick kommt ja aus der grenznahen Region, der nimmt das ja, du weißt ja, wie das ist, wenn man in Olpen oder so ist, wie man das wahrnimmt, oder ich kenne Teile meiner Verwandtschaften, kommen aus dem Niederrhein, die erzählen mir dann halt auch, na gut, da gibt's diese Staatsgrenze, aber die ist für das tägliche Leben irrelevant, weil die Nachbarn, die Verwandtschaft im Nachbardorf wohnt. Das ist die Wahrnehmung vor Ort. Und irgendwann haben Nationalstaaten zwischen den Dörfern eine Grenze gezogen. Das ist für die Leute vor Ort aber nicht relevant. Das Interessante ist ja auch mal, was man sich darunter genau vorstellt. Das sind ja recht schwammige Begriffe letztlich und jeder interpretiert da so ein bisschen rein, das, was er will. Und Sie haben das eben ja angesprochen, wie das denn mit der Kompetenzabgabe eventuell sich verhält, wenn wir jetzt über eine neue Struktur von Europa reden, wird dann der Ministerrat geschwächt, also müssen die Mitgliedstaaten auf Einfluss, auf Kompetenz verzichten, sind sie dazu bereit aktuell? Also wir würden uns das, glaube ich, wünschen, dass das Parlament gestärkt wird, und wenn das dann zulasten der Mitgliedstaaten, der Regierungen ginge, wäre das, denke ich mal, für uns vom Prinzip her in Ordnung. Die Frage wird jetzt sein, und dann kommen wir zum Europa der Regionen, ist das dann realistisch oder ist das unter dem derzeitigen Status quo realistisch, dass das so abläuft, dass sozusagen die Mitgliedstaaten, die Regierungen der Mitgliedstaaten verlieren zugunsten eines gestärkten Europas und dann eventuell auch nochmal Stärkung der Region. Das hieß ja dann zum Beispiel Länderparlamente. Für uns in Deutschland ist das ja auch noch, sage ich mal, relativ leicht politisch darstellbar. Wir haben die Struktur, Zentralstaaten haben da auch schon vom kulturellen Hintergrund eher Schwierigkeiten, sich mit der damit anzufreunden. Also das wäre sowieso ein längerer Prozess, und ich glaube, dass man diese Patze oder jedenfalls diese Konstellation nur dadurch auflösen kann, weil ich glaube nicht, dass Frau Merkel oder sonst wer, Herr Hollande, jetzt von sich aus intrinsisches Interesse daran hat, Macht abzugeben. Das wird man nur über eben eine europaweite Volksabstimmung lösen können. Das ist genau unser Ansatz, um da zu sagen, da machen wir einen Cut und setzen das Ganze nochmal neu auf. Ich glaube, anders, also wird man das schwerlich hinkriegen, und das gescheiterte Referendum, von dem eben die Rede war, ist in meinen Augen jetzt keine Begründung dafür zu sagen, ja, davon muss man besser die Finger lassen, muss man sich anschauen, warum es gescheitert ist. Und das hat ja unter anderem damit zu tun, dass es da gute Gründe für gab, nämlich der ursprüngliche Entwurf für eine Verfassung aus dem Verfassungskonvent sah wesentlich weitreichender aus, und das wurde ja zusammengestrichen von den Regierungen, und daraufhin hat man gesagt, so einen Entwurf wollen wir dann halt nicht. Aber das muss man sich halt genau anschauen. Ich glaube, dass es für eine bürgernahe Verfassung in Europa durchaus Chancen gibt. Ich glaube, also wir sehen und würden dafür kämpfen. Es gab ja noch diese innenpolitischen Prozesse in Frankreich oder in den Niederlanden, wieso man Stimmung dagegen macht. Mhm. Das kam ja noch dazu. Ja, das war ein Urfallverschlag damals. Ich hab die Erstfassung davon, und als ich dann mitbekam, wie man Teile und Teile da rausschnitt, also die Präambel, irgendwie, was ist Demokratie, wurde gestrichen, und die Staatsflagge auf Wunsch von Großbritannien wurde die dann rausgenommen, obwohl jeder natürlich weiß, wie die europäische Flagge aussieht, das wurde dann aus dieser Verfassung rausgenommen. Auch diese ganze komische Ding, Vertrag über eine Verfassung, ja, das ist schon, ich glaube, wir müssen da einfach einen neuen Ansatz machen. Ich glaube, wir müssen die Möglichkeiten schaffen, dass so etwas europaweit gleichzeitig abgestimmt wird.
und zwar auf einer individuellen Ebene. Weil es hat einfach damit zu tun, dass eine Verfassung konstituiert erst eine europäische Bürgerschaft. Ich glaube nicht, dass man das ohne den Bürger machen sollte, weil sonst wird das wirklich scheitern. Dann ist es ein Elitenprojekt, unabhängig vom Inhalt. Wenn die Menschen keinen Bezug dazu haben, dass wir in Europa friedlich zusammenkommen und uns darauf einigen, welche Grundwerte wir alle haben, wenn so ein Papier nicht vom Bürger abgestimmt wird, dann hat man erstmal, dass es keine Bürger gibt. Dann gibt es immer noch die nationalen Bürgerschaften. Aber auch die Legitimation von sowas ist nicht da. Und es wäre ein sehr schöner Gründungsmythos für eine wirkliche Union. Ja, zu sagen, die Bürger sind aus freien Stücken zusammengekommen und haben einem gemeinsamen Gesellschaftsvertrag für die Zukunft zugestimmt. Es ist aber doch so, dass Europa wahlweise wahrgenommen wird als Europa der Konzerne, eben eher von der Linken, oder als Überfremdungseuropa von der Rechten, und irgendwie ist der Anteil derjenigen, die dieses Projekt Europa sehen, oder das Europa eben der Ölkännchen und der Staubsauger und der gekrümmten Bananen von der eher bürgerlichen Mitte. So wirklich sympathisch ist dieses Projekt offensichtlich zurzeit niemand. Wie kann man das wieder, im Prinzip braucht man ja einen völligen Neustart, hat man mittlerweile so ein bisschen den Eindruck, um sexy zu machen, dieses Thema Europa. Wie kann man das? Ja, Sie sprechen ja im Prinzip Dinge an, die von der Politik falsch gemacht wurden. Also diese Bilder, die auch von den Medien immer wieder gerne aufgegriffen wurden, das sind ja Fails der aktuellen und zurückliegenden Politik. Und man hat innerhalb der Nationalstaaten einfach noch nicht die Chancen wahrgenommen und begriffen, die sich aus diesem Projekt ergeben. Thema Subsidiarität. Die Europäische Union greift schon täglich in unser Leben ein, aber eben nicht in der geordneten Weise, dass es für die Bürger so ankommt, dass es gut ist. Und da macht die nationale Politik halt immer auch den Fehler, das europäische Projekt dann nach vorne zu holen, wenn es darum geht, sich irgendwie auf gemeinsame Werte und auf gemeinsame tolle Errungenschaften zu setzen. Aber wenn es um Machterhalt geht, der Nationalstaaten, was der Nico auch gerade sagte, dann wird eben die Keule rausgeholt. Und dann kommt eine Merkel und geht in die Verhandlungen rein. Dann gibt es eine Troika, den ESM, völlig intransparente Verhandlungen, die dem Bürger Angst das Gefühl machen. Geben, ja, Angst machen, das Gefühl geben, er wird da ausgegrenzt, er wird, wenn ich es mit Bildworten sagen würde, er wird ausgesaugt, ja. Er ist völlig dem Willen der Politik ausgeliefert, und damit spielen aktuelle Politiker, gerade der konservative Kreis spielt damit, auch im Bereich der Asylpolitik, es werden Ängste geschürt, diese Festung, die wir momentan haben, wird nicht angesprochen, wenn es zum Beispiel um die Kritik an Menschenrechtsverletzungen in anderen Ländern gibt. Aber wenn man sich bei uns die Grenzen anguckt, dann werden da Leute einfach wirklich fallen gelassen. Sterben Menschen täglich an unseren Grenzen. Und das ist ein Widerspruch innerhalb der europäischen Politik, den man auch klar benennen muss, und wo wir Piraten innerhalb des Parlaments, glaube ich, auch durchaus Dinge öffentlich machen könnten, die momentanen Parteien so nicht öffentlich machen, weil sie eben auf diese Angst setzen, auf diese Stimmungsmache setzen. Die linken Kräfte setzen natürlich eben andere Schwerpunkte, Thema Konzerne, die rechten Kräfte eher, da sind die Bösen, die bösen Flüchtlinge oder die Migranten. Wir wollen keine Politik der Angst, wir wollen eine Politik der Offenheit, wir wollen eine Politik der Freundschaft der Völker. Und wir sehen das Internet, was andere Parteien eben nicht so sehr in den Fokus rücken, das Internet als eine große Chance, auch das europäische Projekt transparenter und offener zu machen. Okay, das ist sehr gut. Wir sind jetzt nämlich schon bei unserem nächsten Europawahl. Das war ja auch meine Überleitung. Das muss man... Das ist höchst komplex für gerade Menschen mit einem sehr konservativen Wertbild. Die sehen ja nur den anderen. An der Stelle müssen wir auch differenziert darstellen. Also es gibt Asyl, das hat seine eigenen Problematiken. Asyl ist mittlerweile eigentlich auf der europäischen Ebene angesiedelt. Ja.
Wir haben die Außengrenzen, die von Frontex in Anführungsstrichen gesichert werden. Dann gibt es diese Verteilungsschlüssel nach Dublin, Dublin 2 und so weiter, die dazu führen, dass man zum Beispiel in Deutschland kein Asyl beantragen kann, es sei denn, man fällt vom Himmel. Mhm. Das schwimmt einmal um Europa herum. Ja, genau. Das hat wirklich, das ist eine Geschichte, dass ich kriege das ja aus Griechenland mit. Lampedusa ist halt jetzt auch jetzt in den Medien gekommen, aber in Griechenland, die Grenze zur Türkei ist ja sehr lang und sehr unübersichtlich. Man kann in wenigen Kilometern mit Nussschalen versuchen, auf EU-Territorium zu kommen. Und das ist halt sehr kompliziert, weil auf der einen Seite geht es natürlich darum, die Leute nicht in die EU zu lassen. Auf der anderen Seite hat Griechenland natürlich jetzt gerade wirtschaftliche Probleme. Und es gibt da teilweise auch innerhalb Griechenlands so, sagen wir mal, nicht wirklich, das wird dann am Telefon geregelt, ja, ist egal, wie viele Flüchtlinge kommen, aber Hauptsache, die bleiben auf den Inseln. Mhm. Ja, da kommen sie dann da nicht weg. Oder die Aufnahmelager auf dem Festland, dass die Situation dort ist halt so erschreckend. Ich weiß, dass die Bundespolizisten, die über Frontex vor Ort sind, intern sagen, geht nicht in die Nähe von diesen Aufnahmelagern. Wir wollen keine Bilder haben von deutschen Bundespolizisten vor den Aufnahmelagern in Griechenland. Mhm. Gibt's da Bilder? Und gibt's da Texte zu? Also intern, das würde mich natürlich interessieren. Es gibt da NGOs, ne? Es gibt NGOs, also ich glaube Pro Asyl hat da... Ja, aber Dokumente Pro Asyl hat, müsste ich selber gucken, aber ich weiß, dass Pro Asyl gerade auch in den letzten Wochen immer wieder berichtet hat über die Situation vor Ort. Ja. Da gab es halt auch schon wieder scheinbar Pushback-Operationen, das heißt wirklich Leute aktiv abgehalten wurden mit Todesfällen. Das ist natürlich dann auch ein, wenn ich da noch ergänzen darf, auch eine Ursache, warum Europa an Glanz verliert. Ja, die Abschottung nach außen, die Festung Europa, ist jetzt schon von vielen thematisiert worden. Wir haben sie seit letztem Frühjahr auch im Programm, dass wir das ablehnen, explizit. Und nicht nur die Grenzen, die Außengrenzen, die Situation wird ja schlimmer, auch die Mobilität innerhalb der EU steht ja im Moment zur Debatte. Wir hatten schon den Fall Dänemark, wo das Schengen-Abkommen ausgesetzt werden sollte. Und wir erleben jetzt eine ganz unschöne Debatte unter dem Schlagwort Armutsmigration, wo Leute eigentlich das in Anspruch nehmen, wofür die EU seit Jahrzehnten steht und was zu ihrem, was sie auszeichnet, die Freizügigkeit der Arbeitnehmer. Ja, und da wird auch Stimmungsmache betrieben und wir wenden uns ganz entschieden gegen beide Phänomene, weil sie schädlich sind für Europa, für das, also man kann nicht sagen, wir sind hier eine Wertegemeinschaft und stehen für ein menschliches Europa und handelt dann an den Außengrenzen dementsprechend oder lässt auch hier die entsprechende, ja, ich will gar nicht von Solidarität sprechen, das sind ja Rechte von den Europäern, die einfach wahrgenommen werden. Das ist doch nicht mal irgendwie ein Akt der Gnade oder so, sondern das ist einfach Rechtslage, dass man, das ist ja auch gewollt, dass man sagt, wenn es in einem Teil Europas gut läuft, Arbeitskräfte gebraucht werden, sollen sie eben dahin, wenn in einem anderen Gebiet hohe Arbeitslosigkeit herrscht. Das ist ja gerade soll ja für den Austausch sorgen und also wir sind nicht so für ein reines Schönwetter-Europa. Ja, das ist mit uns nicht zu machen, sondern auch in der Krise, sagen wir, muss man zu den Werten stehen. Und das trägt dann auf der anderen Seite dazu bei, die das nicht machen, sondern von Armutsmigration, von Flüchtlingsströmen und so weiter sprechen, dass natürlich dann die Frage auftaucht, ja, wofür brauchen wir das Ganze denn überhaupt noch? Also da die sonst besonders staatstragend gerieren und das für sich in Anspruch nehmen, sind Teil des Problems, wenn wir dann über Europa und Politikverdrossenheit
reden. Und da setzen wir halt einen Kontrapunkt. Ich mache das noch kurz zu Ende. Es geht da auch um die Frage, wie sehen wir das? Sehen wir das rückwärtsgewandt oder sehen wir das zukunftsgewandt? Und natürlich sind wir an dem Punkt gerade da, wo wir merken, die bisherigen Strukturen können die Probleme nicht mehr abbilden. Dann hat man sich jetzt außerhalb der Verträge einen gewissen Handlungsrahmen geschaffen, zum Beispiel über die EZB, wo dann aber die Legitimationskette irgendwann fehlt. Und dann gibt es zwei Antworten. Ja, der eine kommt von einem kleinen Mitbewerber. Die sagen halt, wir gehen zurück in die Strukturen, die wir kennen. Ja, und dann kann man sich fragen, ob man das in dem kleinen Rahmen globale Probleme angehen kann. Oder wir sagen, okay, wir sehen, die Politik hat Demokratie wie ein Kaugummi verstanden und den so weit überdehnt, dass der Bürger das Gefühl hat, dass es nur noch ganz dünn ist, beziehungsweise dieses Kaugummi schon mittlerweile gerissen ist, das wiederherzustellen und eine kürzere Legitimationskette zu bilden in Europa mit direkter Bürgerbeteiligung, direkt gewählt, also wir wählen natürlich aus Europaparlament direkt, aber wir möchten ein Parlament, das den Namen halt verdient und dann ergeben sich für viele Probleme ganz andere Lösungen. Und dann fällt meines Erachtens nach direkt auch schon das Europa der Glühbirnenverbote automatisch weg, weil dann sich das Parlament mit inhaltlicher politischer Arbeit beschäftigen kann und nicht mehr mit Ersatzmaßnahmen. Ja, aber was ich zu Nico noch dazu tun sollte, ja, also die Diskussion, die gerade jetzt von den Konservativen angestoßen wurde, ja, du hast völlig recht. Ja, wir reden ja von EU-Inländern, die ihre gesetzlich garantierten, vertraglich garantierten Rechte in Anspruch nehmen. Wenn man sich mal genauer betrachtet, wovon die CDU da gerade redet, ja, dann ist das eigentlich eine, sagen wir mal, nationale Regelungslücke, die sie entdeckt haben. Und es wird dieser Sozialmissbrauch in Anführungsstrichen, ja, da hat die nationale Politik offenbar jetzt eine Regelungslücke entdeckt. Sie benutzt dieses aber für einen Europawahlkampf, ja, nach außen gerichtet, anstatt zu sagen, ja, wir haben scheinbar irgendwie die letzten Jahre gepennt. Ja, da würde ich ganz gerne den Kreis schließen zur Kommunalwahl. Die aktuelle Politik hat auf allen Ebenen im Prinzip verpasst, den Leuten vor Ort die Möglichkeit zu geben, mit der Asylproblematik umzugehen. Die Kommunen sind völlig überfordert, die haben weder die Mittel noch die deutlichen Signale von der Bundespolitik bekommen, wie sie damit umzugehen haben. Das heißt, sie werden, das wird immer das böse Wort der Überschwemmung benutzt, aber sie werden mit den Punkten konfrontiert, ohne die nötigen Mittel an die Hand zu bekommen. Das ist das, was die Bürger vor Ort dann mitbekommen. Überlastete Kommunen, Asylbewerberheime, wo die Leute nicht mal genügend Geld haben, um sich was zu essen zu holen, dann ist die Frage von Kriminalität irgendwann klar gegeben und die Leute sind frustriert und dann wiederum, das ist wie so ein Teufelskreis. Wobei, aber du wolltest das ja, da muss man nämlich einwenden, was nämlich auch dann nämlich nicht transportiert wird, ist, die EU hat Fördermaßnahmen für Integration. Im Fördertopf sind für Deutschland derzeit noch 3 Milliarden Euro. Das ist genau das Geld, was die Kommunen brauchen, um die Maßnahmen durchzuführen. Aber der Bund ruft sie nicht ab. Ja, der Bund ruft sie nicht ab. Ich habe mich mit Nico unterhalten. Es ist nicht möglich, dass jetzt NRW diese Gelder abruft. Ja, es ist immer noch so geregelt, dass der Bund die Gelder abrufen muss. Und ja, diese Information, es gibt einen europäischen Fördertopf, kommt natürlich in den Kommunen nicht an, weil die Subsidiarität nicht gegeben ist. Ja, ja, doch, sie können in den Peschen in Duisburg, da war es dann, ist das dann so eskaliert, dass da jemand aus so der EU kam und sagte, dann wollen wir uns jetzt dann doch mal dazu herablassen, euch zu helfen. Das ist richtig, aber das heißt, der Bund weiß das seit Jahren. Die Verträge sind ja geschlossen und die Fördertöpfe sind ja auch bekannt auf Bundesebene. Ja? Und 3 Milliarden Euro für Integrationsmaßnahmen nicht abzurufen, obwohl gleichzeitig kommunal alle schreien, wir brauchen Geld. Ja, da muss man sich natürlich fragen, wieso wird da nicht reagiert? Es wäre natürlich schön, wenn NRW zumindest auf der Landesebene jetzt sagen könnte, wir können diese Gelder abrufen, weil natürlich die Situation je nach Bundesland unterschiedlich ist. Also ich glaube, über das Thema Arbeitnehmerfreizügigkeit
es ist ja, wie Sie ja auch alle sagen, im Prinzip eine totale Scheindiskussion, also dass man da sozusagen Schönwetterpolitik macht, dass man eben das, was Europa nach vorne gebracht hat, jetzt in Frage stellt, weil es eben Leute gibt, die vielleicht in die Sozialsysteme einwandern, muss man auch kein Tuch umdrehen, das passiert eben in Duisburg oder in Dortmund, geschenkt, aber dass den Kommunen da geholfen werden muss, ist natürlich klar, aber ich bin so ein bisschen unschlüssig, wie Sie dieses Thema Asyl betrachten. Also wir haben ja, Deutschland hat ja im Grunde genommen schon 93 faktisch das Asylrecht in Deutschland abgeschafft, schon lange vor Dublin I und Dublin II. Was muss passieren, damit dieses Europa eben nicht mehr die Festung ist, die es jetzt ist, damit eben Leute nicht mehr im Mittelmeer ersaufen zu Massen, in Massen? Was muss passieren, damit Deutschland vielleicht auch mehr Asylbewerber aufnimmt? Haben Sie da konkrete Vorstellungen? Mach du. Wir haben, also ich habe mich mit dem Thema massiv im arabischen Frühling auseinandergesetzt. Mhm. Und das Problem der EU und überhaupt aller, ich sag mal, Grenzstaaten ist, dass die Kommunikation zwischen den Ländern, wo die Flüchtlinge ankommen, nicht funktioniert. Das heißt, letztendlich wird von der Politik da einfach verpennt. Da ist ein Konflikt. Wir wissen im Prinzip, was daraus folgert. Ja, die Leute flüchten aus dem jeweiligen Land. Das sehen wir jetzt massiv in Syrien. Das hatten wir aber auch zum Beispiel in Libyen 2011, 2012. Und jetzt wird dieses Problem letztendlich auf die Länder abgeschoben, die an den Grenzen das Problem also vor Ort haben. Und da wäre es von politischer Seite her gut, oder die EU wäre da gut beraten und auch die parlamentarisch tätigen Politiker, was einige wenige auch machen, aber eben nicht der große Teil, mit den jeweiligen anliegenden Ländern Verträge und auch Verwaltungsstrukturen zu schaffen, um den Leuten die Möglichkeit zu geben, in die EU einzureisen und Asyl zu beantragen. Im Moment ist es so, dass es verhindert wird, dass sie überhaupt Asyl beantragen können. Das heißt, es wird auf einer ganz anderen Ebene gegen Menschenrechte verstoßen, indem das Problem ausgesessen wird und auf die Länder, die um Europa herumliegen, abgewälzt wird. Das wäre zum Beispiel ein erster Schritt, das erstmal anzuerkennen und zu sagen, wir haben dieses Problem. Es mag vielleicht politische Stimmen geben, die sagen, wir haben nicht dafür die Strukturen, wir haben dies nicht, wir haben jenes nicht. Gerade diese Angstmache halte ich für total verfehlten Politikstil, wenn man sagt, wir sind im Europa der Menschenrechte. Mhm. Ja, ja, wir verlieren unsere eigene Glaubwürdigkeit. Ja, natürlich. Wir haben natürlich dann auch noch Aspekte der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, die da hineingehen. Ne? Ja, natürlich. Das ist ja auch gerade diese ganze Interessenzone, Sahelzone. Ja. Ich meine, die gesamte gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik versagt ja derzeit in jedem Fall, der da kommen mag. Ja. Wir hatten ja erst jüngst den halb amüsanten Fall mit dem Fuck the EU in der Ukraine, weil die EU da ganz massiv auch Credibility, würde man sagen, glaube ich, heutzutage verspielt hat, weil sie einfach nicht glaubwürdig, nicht geschlossen auftritt. Und in Libyen muss dann Frankreich macht Frankreich einen Alleingang seinerzeit. Ja, mit England zusammen. Ja. England. Und ohne die EU, also so eine Koalition der Willen auf europäischer Basis. Allerdings auch ohne Plan, leider Gottes. Genau. Und das ist dann halt eben, wie soll ein Plan existieren, wenn man eigentlich ja eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik aufgehängt ist. Und auch da müssen wir oder wollen wir auch als Piraten mit bei steuern, dass halt eben die gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik wieder ein Miteinander und sich den Menschen- und Bürgerrechten wieder verpflichtet. Mhm. Weil dann kann man den Menschen auch direkt vor Ort schon entgegenkommen, helfen und kann halt schon in den Außenbezirken mit den Staaten da vor Ort, mit der Politik da vor Ort, sich ein System ausdenken, um Das passiert ja schon. Also in Marokko oder in Libyen oder in anderen Ländern sind ja sozusagen Sammellager und sonstige Sachen. Da werden die Zäune nur vorgezogen. Das ist ja kein menschenwürdiger Umgang. Ja. Und das geht anders. Ja. Und daran wollen wir halt eben mithelfen, eben diese Ansichtsweise auch wieder in die Köpfe der Menschen zu bringen und auch in die Köpfe der Politik letzten Endes.
Weil da wird auch derzeit schlicht und einfach der Weg des geringsten Widerstands gegangen. Und gerade, es wurde auch vorhin schon gesagt, gerade in Krisenzeiten muss eigentlich der Schulterschluss in Europa stärker werden und nicht schwächer. Ja, es wird auf dem Rücken der Leute da auch ganz klar geostrategische Politik betrieben von den Einzelländern mit ihren Einzelinteressen. Und das ist meiner Meinung nach tödlich für eine gemeinsame Politik. Da sind wir Piraten, ich denke mal, als kleine Fraktion auch so ein bisschen die Partei, die da den Finger in die Wunde legen kann und sagen kann, ihr habt viel versprochen, ihr habt viel geredet, aber das, was letztendlich dabei rumkam, ist das, was wir euch jetzt hier zeigen. Mhm. Ja? Also aus dem Parlament heraus kann man ja nochmal andere Mittel, hat man andere Mittel zur Verfügung als außerparlamentarische Opposition. Und ich glaube, dass wir auch eben mit dieser gesamten Kette an Transparenz und Mitbestimmungs- und Offenheitsansprüchen, die die Piratenpartei so weltweit vertritt, uns fürs Europäische Parlament empfehlen. Ja. Nur wir dokumentieren ja das, was wir hier sagen, auch jetzt schon in der parlamentarischen Arbeit. Wir hatten im Januar-Plenum im Nordrhein-Westfälischen Landtag eben den Antrag genau zu der Thematik, sogenannte Armutsmigration, Arbeitnehmerfreizügigkeit, wo wir gesagt haben, wir fordern eine echte Willkommenskultur in NRW. Und ich habe das gerade mal hier aufgerufen, da schreiben wir ganz klar, der Landtag NRW bekennt sich ohne Wenn und Aber zur uneingeschränkten Personen- und Arbeitnehmerfreizügigkeit für alle EU-Bürger gemäß der geltenden Vertragslage. Sie stellt eine zentrale Errungenschaft der europäischen Integration dar und liefert einen wesentlichen Beitrag zur Gestaltung der europäischen Identität. Die Personen- und Arbeitnehmerfreizügigkeit für alle EU-Bürger hat die gesellschaftliche Verankerung einer echten Willkommenskultur, die Zuwanderung als Normalität begreift, zur Grundlage. So, der wurde leider abgelehnt. Mhm. Mit Stimmen von? Von allen anderen. Ach. Ja, wir haben auch im, ich glaube, Dezember war das, einen Abschiebungsstopp gefordert für die Wintermonate. Der wurde auch von Grünen und SPD abgelehnt. Guck, die Grünen sind im System angekommen. Eben, das ist genau Thema krankes System. Da ist auch gestern noch ein Statement von der Piratenfraktion NRW rausgegangen zu diesen Winterabschiebestopps. Die müssten bei euch auf der Homepage einsehbar sein. Und ich möchte im Zusammenhang noch kurz darauf hinweisen, Flüchtlingspolitik ist bei euch ja auch schon gelaufen, mit dem Antrag mehr syrische Flüchtlinge aufzunehmen, weil wir es ja, na, ich habe da mit Simone Brandt drüber gesprochen, Nordrhein-Westfalen hat gesagt, wir nehmen 1000 Leute auf, die sie selbst finanzieren, also die keine Kosten fabrizieren. Sie haben, ich glaube, es waren 6 Monate gebraucht, um den ersten Antrag von 3000 zu bearbeiten. Also da wird also auch schon von den Fraktionen vor Ort der Finger in die Wunde gelegt. Funktioniert übrigens auch ganz wunderbar, denn die Leute brauchen ja nicht nur die Bestätigung bzw. die Vorgabe, dass sie ihre Verwandten dann ausreichend versorgen, sondern die Leute brauchen ja auch Visa, bevor sie nach Deutschland kommen. Ich mache relativ viel so in Flüchtlingsarbeit und hatte jetzt das Beispiel, mein Dolmetscher, mit dem ich immer im Irak unterwegs bin, hat eine syrische Familie, mit der er sehr gut befreundet ist. Die wollten ihren Schwager nach Deutschland holen, hätten auch das Geld dafür gehabt. Der 3 Monate auf sein Visum gewartet und ist jetzt im Nordirak erschossen worden. Tja, kriegen also einen Anruf, ja. Erst bei denen zum Kaffee trinken, ne? Die kriegen einen Anruf und denken, wow, jetzt ist endlich hat er sein Visum. Und dann kriegt die Verwandtschaft zu hören, dass er gerade abgeknallt worden ist. Tja. Ja, Herr Jäger hat sich da auf den Standpunkt gestellt, kann man nichts machen halt. Das ist Bundessache. Die Stellen sind überlaufen, sind überfordert. Ja. Jo. Ja, da wird er sich hinter Bürokratie versteckt, glaube ich. Ja, sicher, klar. Jo, zuständig für den Rat, könnte man auch machen. Letztendlich ist ja das, was ihr da im Landtag gemacht habt, ist ein Zeichen dafür, dass das, was wir im Europawahlkampf wollen, nämlich eben von der Angst weg zum Willkommenskultur, zu einer angstfreien oder zu einem positiven Umgang mit der ganzen Sache, da klar zu sehen. Also ich denke, wir machen das auf allen Ebenen. Wir sind auch überzeugt davon. Ja. Also ich glaube,
wenn ich mir mal angucke, wie europapolitischer Wahlkampf jetzt angefangen wird von anderen Parteien, wenn ich mir angucke, wie die CDU agiert, wenn man aber guckt, wie sie in den letzten Jahrzehnten Europapolitik dann vertraglich gemacht hat, ja, das ist wirklich Stammtischparolen raushauen, weil gerade eine Stimmung dafür da ist, um da Stimmen zu holen. Das machen wir nicht. Nicht nur weil die Stimmung da ist, sondern weil sie die Stimmung auch generieren. Es ist so eine Resonanzbox. Ja. Sie generieren sie und das war auf der Basis von Informationsdefiziten. Weil ganz oft sprechen die Fakten ja nicht mal dafür. Ja. Und immer wenn von Rumänen und Bulgaren gesprochen wird, dann meinen sie Sinti und Roma und knüpfen da an ganz alte rassistische Ressentiments an. Das war übrigens auch eine spannende Geschichte mit diesem blonden Mädchen, was glaube in Griechenland aufgetaucht, wo ich auch meinen Kollegen gesagt habe, also alle sind völlig drauf abgefahren. Ich sage, Leute, ihr bedient hier gerade antiziganistische Vorurteile noch und nöcher. Das ist wirklich Mittelalter, was ihr hier macht. Wenn in Griechenland bei einer weißen Familie ein dunkelhäutiges Mädchen aufgetaucht wäre, hätte das keine Sau weltweit interessiert. Und dieses blonde Mädchen taucht in der New York Times auf der Seite 1, auch überall. Irre, ne? Also wie das noch funktioniert. Wo Sie das gerade sagen. Ja. Also es gibt tatsächlich jemand, der eine weiße Familie mit einem schwarzen Jungen hat und der ist sehr beliebt, weil er nämlich einer der Top-Basketballspieler ist. Ja. Da hat eine weiße Familie ein Kind aus Kamerun adoptiert. Ja, interessiert. Also das interessiert in Griechenland keinen, aber ich habe das tatsächlich auch mitbekommen, dass dann irgendwie bei irgendeiner Polizeirazzia dieses Kind aufgefallen ist. Und ja. Schon interessant, wie diese ganzen alten Typen, Vorurteile und Klischees noch funktionieren. Ja, da muss man ja auch dann entschiedener auch mal gegen auftreten. Ja. Es gibt ja eben die Menschen und die halt eben das gar nicht so sehen, weil sie halt mit diesen Abgrenzungen im Kopf nicht mehr groß geworden sind. Und auch das ist ein Verdienst eines gemeinsamen, grenzenlosen Europas. Mhm. Und das wollen wir halt auch mitteilen. Mhm. Das ist wirklich ein vergessener Wert. Ja, es ist, ich glaube, und das ist ja auch eine Geschichte, die Herr Sacher dann jetzt auch sieht. Wir haben ja ein bevölkerungssoziologisches, demoskopisches Problem, dass natürlich die Leute, die sich an die alten Zeiten erinnern, jetzt auch noch sehr viel mehr sind als die Jungen. Wenn ich mir meine Tochter angucke, die fährt natürlich zur Oma und die fährt dann auch über die Grenze rüber und die kennt den Euro und die kennt, dass man ins Nachbardorf fährt. Die versteht Grenze nicht. Mhm. Ja, die versteht nicht, dass man irgendwie im Nachbardorf früher anderes Geld hatte. Ja, wenn diese Generation 30, 40, 50 ist, ja, und das in diesem Europa aufgewachsen ist, dann wird es keine Mehrheiten für Leute geben, die rumrennen und erzählen, wir müssen die Grenzen wieder hochziehen. Mhm. Und wir müssen zurück zur D-Mark oder so. Ja, weil die kennen das gar nicht mehr. Weil ich ja kaum noch. Nee, das funktioniert, weil Leute ein positives, vermeintlich positives Bild einer Sache haben, die sie kennen. Das ist, ja, da ist ja eine Emotion drin. Und wenn man in einer Krisenzeit, wo man irgendwie Angst hat um sein Geld, ja, sagt, ja, wir machen hier die Grenzen wieder dicht, dann kommt hier keiner rein und wir führen wieder das alte Geld ein, dann klingt das ganz toll, das ist Sicherheit. Mhm. Wenn man den Leuten vielleicht dann erzählt, welche Seiteneffekte das möglicherweise hat, und zwar sowohl kurz- als auch langfristig. Ja, aber ironischerweise ist es ja gerade eben das Sicherheitsthema, mit dem viel von Bürgerrechten abgebaut wird und Menschenrechte verhindert werden sozusagen. Mhm. Aber tatsächlich hat das gemeinsame Europa, das Europa der Menschenrechte, das Europa des Friedens viel mehr Sicherheit geschaffen, als diese Symptombekämpfungsmittel es halt jemals können. Mhm. Und auch das ist es halt mit Blick auf die langfristige Sicherheit und die langfristige Beibehaltung der eigenen Werte, das, was wir halt auch in den Vordergrund unserer Politik stellen. Ich habe noch einen ganz anderen Aspekt, den man da mit reinnehmen muss, wenn man Asylpolitik ernst nimmt und auch Entwicklungspolitik unter dem gesamten Begriff auch der Außen- und Sicherheitspolitik sieht, dann darf man nicht vergessen, dass wenn man Menschen in unsere Länder reinlässt, man sie mit unserer Kultur konfrontiert, mit unserem Wertesystem und mit unserer Bildung. Das heißt, wir haben eine riesengroße Chance da auch, auf die Länder, aus denen diese Menschen kommen, einzuwirken und denen was mitzugeben. Die kommen ja nicht, um hier ihr Leben lang zu bleiben,
sondern die kommen, weil die eine Extremsituation haben. Ja, in ja. Das und die ist die wollen irgendwann wieder zurück und diese Verantwortung zu übernehmen und als politische Partei auch zu sagen, wir nehmen euch auf, um euch was zu zeigen und euch zu zeigen, was man ne, mit ja. einer jahrhundertealten Politik und Geschichte alles auf die Beine stellen kann und das könnt ihr auch. Ja? Wir geben euch die Hilfe an die Hand, wieder in euer Land zurückzugehen irgendwann und dieses Wissen mitzunehmen. Mhm. Das ist doch ein kultureller Austausch auch, der als Chance. Das ist auch schon Demokratie-Export, als das mit... besser geht es nicht. Ja. Es ist halt der Gegenentwurf zum Gaukschen Entwurf, sag ich ja, jetzt mal. Natürlich. Ja, natürlich. Und dass die Leute das begreifen müssen, dass dieses Europa sich so nicht hält, wenn man das unter konservativen Gesichtspunkten weiter versucht einzugrenzen, einzuschränken. Es tut mir leid, ich muss in die nächste Rechtsausschuss.